Was geht ab, Freunde? Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es ein spezielles Video und zwar zeige ich euch heute wohl den gehyptesten Sneaker aus 2019. Checkt das Video ab. Bevor es mit dem Video losgeht, Freunde, will ich euch noch mal kurz ein Paket zeigen. Ich habe hier ein Paket von den Jungs von Returnity bekommen. Es ist ein junges Streetwear-Label, Freunde, aus Bremen. Hier könnt ihr abchecken, habe ich Notizblock bekommen von denen. Solche Details finde ich bei so Sachen einfach geil, wenn ich ein Paket bekomme. Einfach ein bisschen was Persönliches. Gehört auf jeden Fall rein und ich zeige euch mal den Hoodie, der gefällt mir sehr. Könnt ihr übrigens abchecken, unten gibt es einen 20% Rabattcode. Und ja, kommen wir zu dem Pulli. Ja, es ist ein schwarzer Oversized Hoodie mit roten Kordeln. Ich finde den Kontrast sehr geil mit dem Rot hier vorne. Mit dem Returnity Print. Unten haben die Jungs sich am Bund auch was einfallen lassen. Sieht fresh aus, so leicht franzig. Könnt ihr abchecken, Freunde. Hinten noch ein Backprint. Da steht Wasted drauf. Finde ich auch cool. Unten in der Linkbeschreibung ist die ganze Sache verlinkt, Freunde. Und da gibt es auch einen 20%igen Rabattcode. Der Pulli kam gestern online. Checkt ihn auf jeden Fall ab, Freunde. Und ich würde sagen, kommen wir zu den Sneakern. So, da ist er, Freunde. Das ist der Travis Scott Jordan 1 Cactus. Ich muss eine kleine Geschichte dazu erzählen, Freunde. Ich hatte die letzten Tage einen miesen Struggle, diesen Schuh zu bekommen. Ich habe ihn natürlich über die Sneakers-App versucht zu bekommen. Ich habe natürlich bei ein paar Raffles versucht, den zu bekommen. Aber ein mieses, dickes, fettes L überall kassiert. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir gedacht, komm, ich will den Schuh unbedingt haben, weil ich wusste, das hier wird wahrscheinlich, ne, der Schuh 2019. Der war so gehypt, da, als Konkurrenz würde ich da einfach nur noch den Fear of God Nike sehen, aber ich finde, vergleichbar sind die überhaupt gar nicht. Ich finde, der Cactus Jordan 1 Travis Scott ist einfach der krasseste für 2019 bis jetzt. Also habe ich auf meiner Instagram-Story ein paar Leute gefragt, wer ihn mir besorgen kann. Keiner konnte den wirklich hergeben. Ich hatte so zwei, drei Leute, die haben mich auf Instagram angeschrieben. Die wollten ihn mir wirklich für den Steal anbieten. Also wir reden hier von knapp 600 Euro. Wäre wirklich ein super Preis gewesen, aber sind dann leider doch abgesprungen. Grüße gehen trotzdem raus an die Jungs. Ich kann es natürlich verstehen, dass der ein oder andere sein Geld machen will. Der eine hat mir geschrieben, er will seinen Führerschein damit bezahlen. Kann ich alles nachvollziehen, Freunde. Aber dennoch war ich ein bisschen sauer, weil ich den Schuh einfach nicht bekommen habe. Und dann ging es weiter, Freunde. Ich war noch mehr sauer, als ich dann den Schuh auf eBay gesucht habe. Das sind Preisvorstellungen. Das ist wirklich nicht mehr normal. Die Leute sind einfach so abgehoben und okay, wechseln wir das Thema von. Kommen wir erstmal zu dem Boxinhalt. Was ist genau drin? Ihr wisst ja, es sind verschiedene Schuhbänder drin. Einmal hier dieses rosane. Ich habe mir überlegt, den Travis Scott auch mit rosa Laces zu tragen. Ich habe bei Justin gesehen, Grüße genauso an dich, Bro, dass du sie mit rosa gemacht hast. Sieht fresh aus, aber ich weiß nicht, ob das zu mir passt. Schreibt mal unten in den Comments, ob ihr die rosanen Laces tragen würdet. Jetzt kommentiert aber nicht, dass es schwul ist, weil die meisten tragen es tatsächlich mit den rosanen. Was haben wir noch für welche denn? Wir haben einmal die roten. Kann ich mir bei braun gar nicht so geil vorstellen, weiß ich nicht. Dann haben wir einmal tatsächlich die braunen. Ich würde sagen, nimmt sich nicht viel zu dem Schwarz oder Braun, merkt man wahrscheinlich gar nicht. Und einmal so Creme-Weiß, also ja, also ich würde ganz ehrlich so auf spontan würde ich entscheiden, entweder Schwarz oder die Cream hier. Aber welche habe ich jetzt gerade drin? Ich habe die schwarzen hier drin, wie ihr es gerade gesehen habt. So, kommen wir zu den Schuh-Details. Was hat der Schuh? Warum ist das so besonders oder was ist wirklich geil? Natürlich hier der umgekehrte Swoosh. Der ein oder andere wird vielleicht auch behaupten, der sei fake, weil der Swoosh verkehrt ist. Ist aber nicht so, Freunde. Tatsächlich war das natürlich so gewollt. Und hier auf der Innenseite ist der Swoosh ganz normal. Ich finde, hat schon was. Ne? Natürlich ist es auch so ein bisschen in die Richtung von Customized. Kennen wir auch von dem Jordan 1er Chicago Off-White. Habe ich auch hier liegen. Aber bis auf die Materialien ist der Schuh eigentlich schon sehr basic geblieben. Also hier dieses, ich würde sagen, es ist Wildleder. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es wahrscheinlich ein bisschen empfindlicher ist. Ist der Schuh wirklich ganz normal basic hier. Natürlich, Qualität ist da. Und was haben wir hier noch Spezielles? Man sieht hier auf der Zunge hier einmal dieses Nike Cactus haben wir noch als Detail. Und was mir auch noch aufgefallen ist, ist hier einmal auf dem Swoosh steht so glänzend Cactus. Ich weiß es nicht, ob man das so sieht, ob meine Kamera das fokussiert. Das sind so die einzelnen Details, die mir jetzt so wirklich aufgefallen sind, wo halt rausstechen oder wo man sagt, okay, hier, das ist der, ja, der Travis Scott Jordan.
Ja, wie eben erwähnt, ich habe den Schuh auch im Resell gekauft natürlich. Ich habe ihn knapp 800 Euro bezahlt. Einer aus meinem Instagram hat sich bei mir gemeldet und gemeint, er will ihn mir gerne verkaufen. Grüße gehen raus, Kay. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Und für mich war es halt einfach wichtig, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwie auf ein Paket warten muss. Cool war halt einfach, ich bin einfach nach Karlsruhe gefahren und wir beide haben quasi das Paket direkt aus der Post vor mir aufgemacht. Also der Schuh war sogar noch ungeöffnet. Perfekt. Ich bin selbst gespannt auf meine Fitpics, Freunde. Ihr könnt übrigens mein Instagram abchecken, werde ich hier verlinken. Und dort werden natürlich weitere Bilder kommen. Ich werde hier mit dem Travis Scott zu 1000% Fotos machen. Ich habe jetzt hier zu dem Travis Scott Jordan einmal den Off-White Jordan nochmal hergeholt. Einfach mal zum Vergleich, damit ihr mal seht. Und mich würde auf jeden Fall interessieren, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, welchen findet ihr krasser? Und jetzt kommen wir nicht mit Kommentaren wie, dass der Travis Scott overpriced ist oder dass der Hype viel zu groß ist. Weil das gleiche Spiel hatten wir bei dem genauso. Der hier ist ja bei StockX mittlerweile bei 2.000, 3.000 Euro. Also der hier ist overpriced, Freunde. Ja? Wenn ich mich selbst wirklich entscheiden müsste, ich weiß nicht, vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich den hier schon länger habe und ihn einfach übelst feier. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde irgendwie den Off-White Chicago finde ich immer noch besser als den Travis Scott. Vielleicht einfach, weil er viel aufwendiger gemacht ist. Einfach dieses Rot ist einfach knalliger. Dieses Braun ist halt doch irgendwie basic, aber auch schlicht und cool. Schwer zu sagen, Freunde. Und was ich aber noch einen kleinen Tipp an euch geben kann, wer sich den hier holt oder den hier hat und sich den hier holen will. Ich finde, ich habe hier beide in der Schuhgröße 42. Ich finde, von den Materialien her ist der hier viel fester. Der hier ist viel weicher und lockerer. Vielleicht liegt es aber auch, wie gesagt, daran, dass ich den schon ein bisschen eingelaufen habe. Aber irgendwie, ich kann mich nur erinnern, als ich den hier neu hatte, war der nicht so steif und nicht so hart wie der Off-White. Ganz komisch. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Schreibt es in den Comments, welchen ihr am meisten feiert, welche Laces ihr beim Travis Scott benutzen würdet und wer von euch so das Glück hatte, den Schuh tatsächlich für Retail zu bekommen. Gebt mir einen Daumen nach oben, Freunde, und bis zum nächsten Video.